Herr Dr. Hagener, Sie sind Chefarzt der Abteilung Endoprothetik an der Sportklinik Hellersen. Was bedeutet denn eigentlich Endoprothetik? Endoprothetik bedeutet sinngemäß künstlicher Gelenkersatz. Das heißt, unsere Abteilung beschäftigt sich mit dem Einbau von künstlichen Gelenken und hier vor allem Hüft- und Kniegelenk. Und was ist das Besondere an Ihrer Abteilung? Nun, das Besondere an unserer Abteilung ist, dass die einzelnen Operateure nicht mehr alles operieren, sondern wir haben hochspezialisierte Operateure, die sich praktisch ausschließlich mit dem Einbau von künstlichen Gelenken, Hüft- und Kniegelenken und auch den entsprechenden Austauschoperationen beschäftigen. Und war das früher mal anders hier in der Sportklinik? Ja, das war früher hier völlig anders. Jeder Operateur der Sportklinik hat praktisch alles operiert. Das heißt also neben dem Knochenbruch auch noch die Schulter, den Fuß, das Kreuzband, die Umstellungsoperation und in letzter Konsequenz dann auch noch irgendwann die künstliche Hüftprothese. Mittlerweile haben wir auch für andere Bereiche Top-Spezialisten an der Sportklinik, das heißt nicht nur für den künstlichen Gelenkersatz. Und ist das ein Vorteil für den Patienten? Also ich denke, dass Spezialisierung immer mit einem hohen Ausmaß an Sicherheit für den Patienten einhergeht. Man kennt ja das Motto, Übung macht den Meister. Und ich denke, dass ein Operateur, der den einzelnen Eingriff sehr häufig durchführt, eher bessere Ergebnisse zu erwarten hat, als ein Operateur, der den Eingriff vergleichsweise selten durchführt. Jetzt ist ja Träger der Sportklinik die Sporthilfe. Bedeutet das jetzt, dass nur Sportler bei Ihnen behandelt werden? Nein, auf gar keinen Fall. Wir haben zwar einen hohen Anteil an Sportlern und vor allen Dingen auch an ehemaligen Sportlern bei unseren Patienten, aber natürlich kann jeder hier hinkommen, also auch Patienten, die in ihrem Leben nie was mit Sport am Hut hatten. Das Thema Krankenhausinfektion beschäftigt immer mehr Patienten. Wie sieht das in der Sportklinik aus? Ist das hier ein Thema? Ja, auf jeden Fall. Infektion und vor allen Dingen Infektionsverhinderung, Infektionsvorbeugung ist das wichtigste Thema für die Kliniken in den nächsten Jahren, vielleicht in den nächsten Jahrzehnten. Glücklicherweise gehören wir seit vielen Jahren zu den Kliniken in Nordrhein-Westfalen mit den wenigsten Infektionen, vor allen Dingen bei Hüft- und Kniegelenksprothesen. Wir haben allerdings, muss man sagen, auch eine Ausnahmesituation. Wir sind ein orthopädisches Fachkrankenhaus, haben schwerkranke Patienten eher selten bei uns. Das heißt, wir sehen Patienten mit Krankenhauskeimen so gut wie gar nicht. Andere Kliniken, große Kliniken mit ihrem Versorgungsauftrag, schwerstkranke Patienten mit ihren verschiedenen Abteilungen zu behandeln und vor allen Dingen auch Patienten mit Infektionen, Patienten mit möglicherweise auch Abwehrminderung, die tun sich da natürlich wesentlich schwerer und es scheint so zu sein, als wenn die Patienten dort auch möglicherweise ein etwas erhöhtes Infektionsrisiko haben. Jetzt sind Sie ja seit 13 Jahren Chefarzt der Abteilung Endoprothetik. Ja, nächste Woche. Nächste Woche 13 Jahre, ja, sehr schön. Können Sie mir sagen, wie viele künstliche Gelenkoperationen Sie in der Zeit durchgeführt haben, so ganz spontan aus der Hüfte raus? Aus der Hüfte raus. Also etwas über 9.300, die genaue Zahl weiß ich nicht, zumal ja gerade einer meiner Oberärzte zwei künstliche Gelenkoperationen durchführt. Jetzt weiß ich nicht, ob der eine Eingriff fertig ist, dann wäre die Zahl schon wieder um einen höher. Also etwas über 9.300 werden es sein. So nach unseren Berechnungen werden wir aber wahrscheinlich im zweiten Halbjahr 2018, also im nächsten Jahr, die 10.000. Prothesenoperation hier durchführen. Ja, super. Dann schon mal Glückwunsch und herzlichen Dank für Ihre Zeit. Ja, ich bedanke mich. Vielen Dank.